Nach dem achten Borsch. Zack, zack, Oberleitung, ja. Warte mal, welches Gleis nehmen wir? Welches wäre sinnvoll oder halbwegs sinnvoll? Wir könnten später noch mit Chemnitz verbinden. Wir könnten später noch mit dieser Stadt, wo wir noch keinen richtigen Namen haben. Da könnte... Vielleicht könnte sich der Chat oder den halt für YouTube später... Ihr könntet euch ja noch ein paar Namen ausdenken. Weil es sind immer noch... ich glaube, 5 oder 6 Städte sind immer noch umbenannt. Ja. Ja, ich würde einfach das dritte Gleis nehmen. Ich würde einfach das Gleis jetzt hier nehmen. Ja, das ziehen wir jetzt hier rüber. Die anderen beiden, die heben uns auf für Chemnitz und für Sürth. Beziehungsweise dann irgendwann der neue Name. Ja. Ich würde sagen, wir ziehen uns das jetzt einfach hier rüber. Dann müssen wir nochmal gucken. Ich will jetzt hier nicht mit... Also ich würde schon gerne eine Highspeed-Strecke bauen, aber jetzt nicht unbedingt hier mit 1000 Tunnel und Brücken und das. Okay, hier können... Nee, hier macht eigentlich auch keinen Tunnel Sinn. Also... Weiß ich nicht. Kann ich auch ein bisschen daneben fahren. Weißt du? Warte mal, wir peilen Magdeburg an. Ich will peilen Magdeburg ungefähr auf dieser Höhe. Nee, warte mal, auf dieser Höhe an. Ja, das passt, glaube ich. Ich glaube. Damit das nicht zu kacke aussieht, ich glaube, das kann man sogar fast so lassen. So, hier muss man natürlich eine schöne Brücke bauen. Die können wir ja schön lang machen. So, wie sieht's denn so aus? Warte mal, hier vorne gefällt mir was nicht. Hier fängt ja hier schon die Brücke an. Nee. Nee, hier hinten soll noch keine Brücke anfangen. Also nicht zu krass. Weißt du? So. Nehmen wir mal die Brücke, dann schaffen wir da unsere... Oh, die ist neu. Betonbrücke. Die... Oh, die ist neu. Sonst hatten wir immer hier die gehabt. Oh, das ist schön. Warte mal, hier dürfen wir aber dann gar keine Schiffe durchfahren. Guck mal, das ist nämlich hier nicht grün. Warte mal, da müssen wir, glaube ich, ein hochbauen. Jetzt kriegen wir irgendwo einen Kollisions... Jetzt kriegen wir hier irgendwo einen Kollisionsvertrag. Das ist die Straße da vorne. Warum zickt jetzt die Straße rum? Jetzt zickt die echt diese Straße hier rum? Tja, da kenne ich ja wohl nix. Ja, die traut sich das nicht nochmal. Das steht fest. warte mal, wir müssen jetzt trotzdem noch irgendwo vernünftig anpeilen. Wir müssen ungefähr dahin. So. Nehmen wir wieder einen hoch, weil sonst kommt da kein Schiff irgendwann mal durch. Weil vielleicht wollen wir ja irgendwann eines Tages Schiffe haben. Ja, das können wir so lassen. Damit bin ich einverstanden. So, jetzt können wir auch wieder die Straße hier zukleistern. Das Problem ist, um die Straße hier zuzumachen, es gibt keine... es gibt keine Feldwegstraße mehr. Das heißt, ich kann jetzt noch nicht mal sagen... Ja, dann sieht das nachher so aus. Warte mal. Nein und nein. Oh, was ist denn hier los? Oh, er sagt nicht, das ist Scharocke. Nein, ist er nicht. Es ist ein anderer Bär. Es gibt nämlich irgendwo noch auf der Karte noch einen Bären, der heißt Scharocke. Ich habe gedacht, ich habe ihn wiedergefunden, aber nein. Komm, wir machen das mal ein bisschen hübsch. Da das Spiel sowieso nicht rummeckert, dass wir hier eine Straße entfernt haben. Können wir die Straße ruhig ein bisschen länger machen. So. Ja, das ist Kunst. Das ist Kunst. Gut. Dann machen wir mal hier weiter. müssen wir mal gucken, wo müssen wir jetzt... warte mal, ich mach das mal andersrum. Müssen wir mal gucken, welches Gleis hier sowieso nicht belegt ist. Terminal. 4 Stück haben wir. Das. Warte mal, das müsste das hier sein. Das hier müsste belegt sein.
Das hier und das hier, ja? Nee, das hier hinten nicht. Hä? Wo müssen denn hier nur zwei? Ach so, das... Ach, das zählt an der 4 mit dran. Die 2 gehört an der 4. Ja, na klar. Macht ja auch Sinn. Das heißt, wir haben die 7 haben wir noch... Nee, haben wir nicht frei. Ah, die 8 haben wir frei. Das heißt, Terminal 8, das ist die Strecke hier. Die können wir noch nehmen. Dann nehmen wir die auch. Ja, dann schnuppen wir hier ran. So. Das können wir schließen. Mal gucken, dass wir hier vernünftig überall durchkommen, weil es soll ja auch halbwegs schön aussehen. Hier geht nämlich noch ein Tunnel lang. Das passt, das passt, das passt. Oh, jetzt müssen wir hier irgendwie am Hafen vorbei. Mit 300 km/h. Ob das überhaupt geht? Warte mal, das würde sogar gehen. Wir könnten über die Hafenanlage. Okay, das ist aber schon ein bisschen krass über die Hafenanlage. So, das... Cool. Cool, hätten wir sogar das Problem hier gelöst. Das hier sieht gar nicht mal so hässlich aus. Ja. Damit wäre ich sogar einverstanden. Damit wäre ich sogar wirklich einverstanden. Cool. Warte mal, da ist die andere Strecke. Das hier können wir so lassen. Da können wir später noch ein bisschen Terraforming oder sowas dran bauen. So. 300. Das passt auch. Das heißt, hier können wir eine wirklich fette Highspeed-Strecke bauen. Ich bezweifle zwar, dass jetzt so viele Leute da mitfahren wollen. Aber zumindest hätten wir auch schon mal eine Highspeed-Strecke da. Ach, warte mal, wir mussten ja neu laden, ja? Sorry, ich werde es einfach jetzt mal regelmäßiger speichern müssen, weil... Absturz gefahren, sowas, weißt du? So. So, ein bisschen Terraform, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Ja, muss ja jetzt nicht aussehen wie... wie Kartoffelsalat. So, wenn, dann muss auch ein bisschen hübsch aussehen, ja. Hier, das hier können wir nochmal, glaube ich, bearbeiten. Okay, gut, die Straße ist nicht hübsch, aber die werden wir nie wiedersehen, die Straße. Oh, haben wir gleich geschafft. Haben wir gleich geschafft. Wir haben schon lange keinen Screenshot mehr gemacht, ja? Für die Folgen für YouTube. Warte mal, ich muss mal ganz kurz... Warte mal, das hier fand ich irgendwie ganz cool. Das hier sah echt cool aus. Irgendwas hatte das. Dieses Bild so, dieses Panorama. So mit dem Hintergrund und die Wolken. Irgendwas hatte das. Ich werde da mal ein Bildschirm von machen. Ob ich es nehme, weiß ich noch nicht. Aber es hat gute Chancen. Gut. Bräuchte man nur noch einen Zug? Wir müssen noch eine Linie machen und einen Zug brauchen wir noch, ja? Können wir uns überlegen, rein theoretisch könnten wir hier das Depot bauen. Hier könnte man provisorisch verlängern. Um einfach nur um das Depot zu verbinden. Ja, dann machen wir einfach so. Machen das so. Und jetzt gehen wir so, so, so und dann hier rüber. Und dann passt das, glaube ich. So, Gebäude. Ist so mein persönlicher kleiner Trick, sage ich mal, um so viele Gleise wie möglich abzudecken mit Zügen. Ja.
Also zumindest hat sich das relativ gut bewährt gehabt. So. Sieht vor allen Dingen auch irgendwo noch ein bisschen realistisch aus. Also so optisch realistisch, so, weißt du? Wenn das so daneben steht. Weil wenn das nachher irgendwo in der Landschaft steht, das haben wir ja hier auch irgendwo. Guck mal, dann steht irgendwas so mitten in der Landschaft. Nee, warte, gut, das hier nicht. warte mal, wo haben wir hier ein schönes Beispiel? Dann steht das nämlich echt irgendwo mitten in der Landschaft. Hier, das hier zum Beispiel. Ja. Es ist praktisch, es klappt auch, es ist mit allen irgendwo verbunden, aber es sieht halt nicht mega toll aus. Wo sind wir jetzt da? Gut, hier müssen wir jetzt einfach nur Gleise vorlegen. Das heißt, wir snappen hier so schnell wie möglich hier rüber. So, jetzt muss ich nur gucken, wo ist der Übergang? Den sieht man manchmal so schlecht. Da ist er. So, von hier gehen wir jetzt einfach auf den nächstgelegenen Platz, hier. Und von hier gehen wir jetzt einfach auf den nächsten möglichen Platz auf diesen Gleis. So, das müsste hier sein. So, zack. Ja, das heißt, wir haben jetzt alle drei Gleise quasi mit diesem Depot verbunden. Genau. Ja, das gefällt mir. So, jetzt brauchen wir nur noch die Linie. Warte. Ach, ist gar nicht so einfach mit diesem... So, sollte eigentlich auch alles erkannt haben. Altnau nach Magdeburg Süd. Okay, das ist wirklich eine sehr lange Strecke. Jo. Müssen wir nur umbenennen. In Altnau nach Magdeburg. Ja. Gut. Mal gucken, wann die ersten Leute überhaupt Bock haben. Wie sieht eine Altnau überhaupt aus? Altnau hat, glaube ich, gar keinen richtigen Bock zu wachsen. Kann das sein? Warum haben die nur 70%? Liefere ich denen nicht genug? Oder was ist hier los? So, zukaufen. Haben wir schon vernünftige Triebwerke? Ne, der hier ist hässlich und alt. Und es läuft sowieso bald aus. 125 ist mir zu wenig. 140 ist das aktuell höchste. Würde ja der hier passen. Ein weniger, dann wäre der ausgezeichnet. Kapazität 105. Ich bezweifle. Ich zweifle, dass überhaupt so viele Leute mitfahren, aber wir können ihn gerne so kaufen, wie er ist. Wir können ihn noch umfärben in Orange. Schade, dass man nicht den trennen kann irgendwie miteinander. Er ist egal. So, der kommt jetzt auf die Linie und zwar Altnau Magdeburg. Zack, 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 zack. Dann gucken wir uns den... Huch, nein. Dann gucken wir uns den mal an. Okay, Orange geht aber noch, oder? Orange ist aber noch verkraftbar. Guten Tag. Da. Also Orange ist aber noch cool. So. Jetzt fahren wir ja mal mit. Wo haben wir... Warte mal, wir hatten noch hier eine KMH-Anzeige. Ach, da unten noch rechts. Okay, ich hatte gerade einen Screenshot gemacht. Warum habe ich das gerade nicht gesehen? Okay, wir schauen mal, ob er die 140 auch ganz easy schafft. Aber sollte eigentlich. Wir können ja mal einmal hier schön mitfahren mit dem. Ja. Ich gehe mal ein bisschen höher. Gehe mal ein bisschen hoch. Über den Zug. Können wir das so machen? So, so, so. So ist, denke ich mal, okay, oder? So. Jetzt gib mal Gas, Junge. Du bist nämlich Herbert. Herbert, die orangene... E-Lok. Gut, übertrieben lang ist er auch nicht. Das passt schon. Das ist okay. So, dann gib mal Gas. Ich hoffe, es ist nicht so laut gerade. Aber ich denke mal, ist noch okay, oder? Also ich spiele ohne Kopfhörer, ich spiele aktuell mit Boxen. Aber ich denke mal, ist trotzdem noch okay, glaube ich.
mir mal ganz kurz einen Schluck Kaffee. Ein Bier. Mach's gut. Brauch keine Angst haben. Der Zug beißt nicht. Er tut nur weh, wenn er drauf fährt. Oh, die neue Brücke. Müssen wir jetzt eigentlich, na gut, wir haben jetzt aktuell noch keine Züge, die die 300 km/h sowieso schaffen. Aber müssten wir nicht einfach alle Züge, alle Brücken upgraden auf diesen hier? Weil das ist ja der Highspeed. Oder jedenfalls die Highspeed-Brücke. Die anderen schaffen, glaube ich, nämlich nur 180. Ich meine, noch haben wir eh keine Züge für 180 km/h, aber das wird noch kommen. Das steht fest. Pff, au. Sorry, musste sein. Oh, ein schöner Stein. Oh, was ist denn da los? Ist das eine Fabrik von uns? Die sieht ja hässlich aus. Oh, guck mal, da hinten ist Magdeburg. Da sehe ich den Flughafen. Okay, bis jetzt ganz cool. Jetzt geht es ein bisschen bergauf. Wir haben aber noch 140 km/h. Okay, hier beginnt diese mega fette... Aua, Baum, au, Baum muss weg. Okay, das sieht cool aus. Über den Bäumen. Über dem Hafen. Oh, sieht das mega aus. Screenshot. Okay, das sieht cool... Also diese Einfahrt in den Bahnhof rein, das sieht ja mal mega aus. Also das sieht ja wirklich nun boah aus. Guten Tag. So, hat schon irgendwer Bock überhaupt mitzufahren? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, die Strecke ist einfach noch zu neu. Guten Tag! Ich glaube, das ist hier... Ach, das ist der lange Zug. Aus Prag kommt der. Der kommt aus Prag. Null Passagiere, okay. War ja fast klar. Der grüne müsste der aus Prag sein. Genau. Magdeburg-Großwein in Prag. Diese kann ich gleich mal gucken, wie voll der wird. Wie viel Bock haben mitzufahren. Ob sich das irgendwo lohnt, diese 168. Ja, ist okay. Ist okay. Aber diese Brücke sieht doch mal geil aus. Das nennt man auch, in Fachkreisen nennt man das architektonisch sehr wertvoll. So. Hier ist alles safe. Ja, das sieht sehr gut aus. Nur LKW, die... die haben keinen Bock? Oder wie ist das hier? Hier, habt ihr Bock? Habt ihr Brot? Nee, ihr habt Waren. warte mal, wir haben uns doch vorhin noch drum gekümmert. Hey, British Aerospace 146 und die British Aerospace 146-200 QD. Wahrscheinlich einmal Passagiere und einmal Fracht, oder? Würde ich jetzt mal so eiskalt behaupten. Hier ist alles auf 100, alles auf Maximum. Ah, hier ist er doch. Hier ist er doch, der Zug. Aber warum produzieren wir so viel Stahl? Ich meine, der hier läuft ja schon auf Maximum. Was läuft denn in der Stahlwerk? Auf Mega-Maximum? Hyper-Maximum? Das Bayerdorf Stahlwerk digitiert zu Mega-Maximum Stahlwerk. ja gut, viel, viel besser können wir sie ja nun auch nicht mehr. Ich meine, ja, wir könnten noch ein bisschen mehr Eisen. Alter, wie viel? Wie viel Kohle wir hier reinballern. Das ist ja... Naja. Das ist ja... Böse. Eisenerz. Da könnten wir auf jeden Fall noch mehr machen, oder wie? Der hat aber eine Rate von 400. Also mehr geht eh nicht. Wir könnten maximal noch den hier aufstocken. Wie alt ist denn der Zug überhaupt? 13. 13 ist aber noch nicht dolle. Boah, ich glaube, die müssen wir auf jeden Fall mal austauschen.
47, ja, Goins. Wo bist denn du? Da.